Hallo, grüß euch. Heute erzähle ich euch, was man tun kann, wenn es einem beim Fasten nicht so gut geht. Ja, das kommt vor, da braucht man nichts schönreden. Auch ich als erfahrene Fasterin, also ich faste schon seit fast 20 Jahren regelmäßig, ein bis zweimal im Jahr. Und es kommt noch immer vor, dass ich dann während dieser Woche, wo ich fast Tage habe, meistens ein, zwei, wo es mir nicht gut geht. Am Anfang habe ich meistens Kopfweh. Das ist, weil ich einen Koffeinentzug habe, natürlich, obwohl ich versuche, zum Fasten zu, weil den Kaffeekonsum zu reduzieren. Und dennoch, es ist einfach am Anfang des Fastens die Umstellung von normalen Stoffwechsel, also wo der Körper einfach Kohlenhydrate und alles, was von außen so herkommt, umsetzt in Energie. Umstellung zur Selbstversorgung. Jetzt muss er quasi sich von sich selbst ernähren und diese Art von Stoffwechsel ist ein anderer. Da muss er dann quasi vom Körperfett die Energie beziehen. Das läuft über eine sogenannte Ketose, das heißt, das Fett wird umgewandelt in Ketone und die wiederum dann werden für die Energiegewinnung, also kurz gesagt, dann hergenommen. Und eben diese Umstellung des Stoffwechsels kann ein bisschen zu Kopfweh führen und Niedergeschlagenheit, so ein bisschen ein grippales Gefühl auslösen. Das ist alles eher so am Anfang vom Fasten. Und natürlich auch, weil die ganzen eben Entgiftungsreaktionen, Fasten löst ja das aus, dass Ablagerungen, sowas wie Schlacken, mobilisiert und ausgeschieden werden. Und die können so auch zu Beschwerden führen, wenn sie quasi von so einem Lager auserkult werden, im Kreislauf dann kursieren und dann über Lunge, Darm, Haut, was noch, ja Leber natürlich, abgebaut und ausgeschieden werden. So, das sind so mal die Gründe, warum man sich nicht so gut fühlt am Anfang beim Fasten. Kann sein, muss ich dazu sagen, muss nicht. Das ist auch bei mir ganz unterschiedlich. Auf jeden Fall, Fakt ist, dass es diese Tage gibt, entweder eben am Anfang oder es kann auch später, oft auch so nach 5, 6 Tagen erst kommen. Was sind so die geläufigen Probleme, habe ich schon gesagt, Kopfweh. Was kann man da tun? Also meine erste Maßnahme ist trinken. Ich trinke mal ein großes Glas Wasser, weil sehr oft beruht das Kopfweh auch darauf, dass man zu wenig getrunken hat, dass der Körper einfach zu wenig Flüssigkeit zur Verfügung hat. Gerade beim Fasten ist es ganz, ganz wichtig, dass man ihm Schwemmmaterial sozusagen zur Verfügung stellt, wo eben diese ganzen Sachen, die man loswerden will, mit dem werden sie eben austransportiert mit dem Wasser. Das erste ist, ich trinke einmal was. Wenn es dann nicht besser wird, hilft sehr, sehr oft der Einlauf. Nicht nur beim Fasten übrigens, auch so unter der Zeit, wenn man Kopfweh hat. Einlauf ist ein altes Volksheilmittel, was bei vielerlei Sachen hilft, eben unter anderem auch bei Kopfweh. Weil da kann ja auch der Grund im Darm sein und unser Einlauf nimmt schon so einiges an Unrat mit außer. Frische Luft kann auch gut tun. Kalte, frische Luft vor allem, also wenn ihr in der kalten Jahreszeit fastet und mit Kopf jetzt zu tun habt, einfach ein bisschen rausgehen. Eine Runde ums Haus, um einen Block oder wenn möglich einen längeren Spaziergang. Das kommt darauf an, wie es euch sonst so geht. Was sich auch bewährt hat, Basenbäder. Entweder also wirklich ein Vollbad, wenn man das mag, die Wärme, oft beim Kopf mag man die Wärme dann nicht so, aber wenn schon, dann ist das eine sehr entspannende Geschichte und das Salz im Wasser, also das Basensalz, beschleunigt ja auch die Entgiftung über die Haut. Und all diese Maßnahmen, die die Entgiftung beschleunigen, können auch das Kopfweh dann zum Verschwinden bringen. Also Basenbäder haben mir schon viel geholfen und da reichen oft einmal Fußbäder. Überhaupt, wenn ihr keine Badewanne habt, natürlich ein Fußbad kann jeder machen. Ein Wandel, warmes Wasser eine, das Basensalz dazu und ja, eine halbe Stunde auf jeden Fall wackeln lassen die Füße. Und dann kann auch oft sein, dass das Kopfweh weggeht. Und vielleicht einfach daneben einen Wasserkocher hinstellen, dass man immer wieder heißes Wasser nachschütten kann. Das sind jetzt einmal so die wichtigsten Sachen, die mir eingefallen sind, wenn man eben Kopfweh hat. Ah ja, und was vielleicht auch noch manche als Krise bezeichnen würden, ist der Appetit, der manchmal aufkommt beim Fasten. Vor allem, wenn einem fad wird. Während der Fastenwanderung, die ich so liebe, habe ich eigentlich so gut wie nie Appetit. Möglicherweise am Abend ein bisschen so im Bett, aber nicht der Rede wert. Aber wenn ich daheim fast, kommt das schon hin und wieder. Gerade so in Phasen, wo man ein bisschen langweilig ist. Und was ich dann mache, ist erstens einmal trinken. Ich trinke entweder ein Wasser, einen guten Tee, meinen Lieblingstee oder sogar dann einen frisch gepressten Saft in dem Moment. Dann nehme ich dann 2, 3 Schluck und dann ist das Hungergefühl auch meistens weg. Oder es ist ja nur Appetit in Wahrheit. Natürlich Kreislaufprobleme. Das ist auch so eine Sache,
habe ich fast immer beim Fasten, empfinde jetzt aber nicht als so schlimm. Also, dass wenn man zum Beispiel, wenn man schnell aufsteht, einmal schwarz vor Augen wird oder das Herz einmal so pumpern anfängt, das ist zu erwarten überhaupt für Menschen, die einen niedrigen Blutdruck haben, prinzipiell oder groß sind oder eben auf der schlanken Seite, die haben meistens mit Kreislaufproblemen zu tun. Da hilft mir, wenn ich einfach die Möglichkeit habe, liege halt, ich gebe auch Ruhe, sitzt das quasi aus. Das ist eine Methode. Oder wenn ich mich aufraffen kann, Bewegung hilft natürlich. Also da ist das dann wirklich Weg, wenn ich einen Spaziergang hinkriege, rauszugehen in der Verfassung und ein bisschen draußen um mal zum Laufen, einmal so richtig außer Atem zu kommen, dann ist das meistens gegessen, dann sind die Kreislaufprobleme weg einmal. Und sonst dann, was ich selber angefangen habe zu machen, ist in die Fastensuppe, also in den Gemüsesud, ein bisschen Salz, gutes Steinsalz, ein Ursalz reinzugeben. Das ist lange Zeit verpönt gewesen, aber wie ich angefangen habe zum Fasten, hat es immer geheißen, ja, kein Salz in dieser Woche, aber ich habe jetzt schon so viele andere Sachen gelesen. Ja, ich habe mich halt dazu entschieden und das tut mir einfach gut. Wenn ihr auch von der Sorte seid, einen niedrigen Blutdruck habt, könnt das auch helfen. Einfach ein bisschen gutes Salz in die Fastensuppe geben. Ja, und anregende Substanzen, da reden wir jetzt aber nicht von Koffein oder so, sondern von Ingwer beispielsweise. Ein Ingwer-Tee mit einem Löffel Honig hilft ganz gut bei Kreislaufproblemen. Und nicht nur dann, ich trinke in der Früh entweder mein Zitronenwasser oder jetzt gerade bei der letzten Fastenwoche, die jetzt in der kalten Jahreszeit war, habe ich immer einen Ingwer-Tee uns gemacht in der Früh. Ein Hasen-Ingwer-Tee mit einem Honig drin, wirklich frischen Ingwer einkrieben ins heiße Wasser, Löffel Honig und abgeseit dann, ein bisschen Zitrone auch noch dazu. Das bringt den Kreislauf auch gut in Schwung. Eine weitere Krise, die beim Fasten gerne auftritt, ist eine seelische Krise, dass man sich an einem Tag sehr melancholisch fühlt oder sehr dünnhäutig, die Nerven liegen blank. Das kommt sehr häufig auch vor, ist nichts Dramatisches. Ist auch normal. Insgesamt ist es beim Fasten so, dass man viel, viel sensibler ist. Und wenn man dann halt jetzt nicht wirklich Urlaub hat und nur Wellness, aber selbst da kann sowas aufkommen. Aber wenn man im Alltag drinnen ist beim Fasten, merkt man das sehr stark, finde ich, dass man nicht so funktioniert, dass man nicht so robust ist, nervlich wie sonst. Das Essen, das macht dann, das erdet an und macht dann stark. Beim Fasten ist man eher ein bisschen luftiger unterwegs. Ja, und da kann es dann sein, dass man sich ja nicht so stark fühlt seelisch. Und ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten natürlich. Ganz gut hilft einfach das Ausgehen im Wald zum Beispiel. Eine Spaziergang im Wald zu machen, sich ein bisschen hinzusetzen, die Natur auf sich einwirken zu lassen. Die Vögel zwitschern hören, der Geruch des Waldes. Irgendwie die Natur hat da schon eine heilende Wirkung auf die Seele und auf solche ja, Unpässlichkeiten, finde ich. Dann des Weiteren Niederschreiben. Also Sachen einfach aufschreiben, so wie Tagebuch schreiben, weil in der Zeit des Fastens, wenn man sich wirklich die Zeit und die Ruhe dazu nimmt, können so unbewusste Thematiken präsenter werden. Also es kann schon sein, dass in der Zeit was hochkommt, was man sonst dann quasi mal niederdruckt, durchs Essen. Das heißt ja, das Essen haltet Körper und Seele zusammen. Und was passiert, wenn ich nicht mehr isst, dann kommen Seelenaspekte möglicherweise, lösen sich ein bisschen los und lassen sich anschauen besser. Das ist mir schon oft aufgefallen, vor allem wenn ich mir richtig Zeit nehme für eine Fastenkur, dann begünstigt das die Innenschau, sagen wir mal so. Und natürlich sieht man da drinnen problematische Sachen auch. Es ist nicht das ganze Leben nur super Tolles passiert, sondern freilich hat man kleinere und größere Traumata erlebt. Und wenn die nicht ganz verarbeitet sind, kann das in einer so einer Fastenzeit durchaus sich zeigen. Und da hilft das natürlich dann zu Papier zu bringen, aufzuschreiben, niederzuschreiben, von sich ausschreiben sozusagen, fühlt man sich dann auch oft besser und vor allem meldet sich das Thema ja oft, weil es gesehen werden will. Und mit dem Wahrnehmen und Aufschreiben sagt man seiner Seele, ich habe dich jetzt gesehen, ich habe dich wahrgenommen, sogar aufgeschrieben habe ich, was du mir zu sagen hast. Und das allein beruhigt dann schon und ist auf jeden Fall ein Teil des Heilungsprozesses schon. Und das Gleiche ist, wenn man jemanden hat, mit dem man reden kann. Ist fast noch besser wahrscheinlich. Einfach einen lieben Menschen, dem man vertraut, mit dem man sich zusammensetzen kann und sich diese Sachen von der Seele reden kann. Das ist ja auch so ein schönes Sprichwort, von der Seele reden, ja. Weil wenn es
draußen ist, dann ist es nicht mehr drin. So ist die Vorstellung zumindest. Und die Wirkung zeigt, also das zeigt eine Wirkung. Im Großen und Ganzen, ich habe es ja angesprochen, ist es besser, man nimmt sich Zeit, man nimmt sich Urlaub und gönnt sich in der Woche einfach das Aussteigen aus dem Alltag. Während der Arbeit zu fasten ist für mich auch immer problematisch gewesen, wenn ich es gemacht habe. Also früher war ich Lehrerin und das war dann nicht so leicht. Also vor allem, wenn man nicht so die Nerven hat mit den Kindern, das ist eine Herausforderung. Jetzt, bei der Arbeit, die ich jetzt habe, also wenn ich zu Hause schreibe oder eben Videos aufzeichne oder so, geht's. Also da ist das Fasten und die Arbeit passen gut zusammen. Vor allem hatte das Fasten auch auf den Effekt, gerade beim Schreiben, dass es viel leichter geht, schneller, dass es besser fließt. Man fühlt sich irgendwie offener, das, was in einem drin ist, kommt leichter raus. Das ist ja ein Vorteil beim Schreiben. Aber sonst dann, ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich jetzt eine körperliche Arbeit habe, eine schwere, dass ich die durchführen könnte, wenn ich faste. Und das ist was anderes. Also, ich meine, ich ist schon körperlich leistungsfähig. Meine Lieblingsfastenzeit ist immer, oder Fastenkur ist das Fastenwandern. Das machen wir seit 10 Jahren mit meinem Mann und heuer wieder, ich freue mich schon. Und da geht man 7 Tage durch, in Wahrheit, ja, von Etappe zu Etappe. Wunderschöne Strecken in der Natur haben wir uns da ausgesucht und das geht ohne Probleme. Da bleibt die Fastenkrise noch viel mehr aus, als wenn man daheim fastet. Also die Natur nimmt dann da schon sehr viel ab. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, eine Fastenwanderung zu machen, das ist auf so vielen Ebenen heilsam, ja. Weil du bist echt physisch weg vom Alltag. Ich bin eine dünne Person eigentlich und dass ich da 7 Tage lang gehen kann, ohne was zu essen, ohne Probleme nämlich, im Gegenteil. Da geht das Kokainkastel so richtig auf in der Natur. Auf jeden Fall das Wandern, die Natur nimmt viel von den Nebenwirkungen des Fastens. Viel trinken, wenn möglich Ruhe geben oder Bewegung, also das eine oder andere kann da helfen. Pfefferminztee kann auch helfen, so minzige Sachen sind oft belebend, der Apfelsaft, der frisch gepresster. Und sonst dann muss man das eh selber herausfinden. Es hat wahrscheinlich so jeder so seine Tricks und Kniffe, wie er Fastenwochen übersteht. Wenn die ganzen Beschwerden stärker werden und nach 1, 2 Tagen nicht weggehen, ist vorsichtshalber, geht man zum Arzt. Und man kann auch Fastenkur einmal abbrechen. Habe ich selber auch schon gemacht. Also aus Gründen, weil es hinten und vorne einfach nicht gepasst hat. Ich habe Urlaub gehabt, 1 Woche im Mai und genau da hat es sein müssen und der Körper war aber nicht bereit. Das muss man auch beachten. Ja. Es soll schon auf allen Ebenen einen gut tun, weil für was macht man es sonst? Ich wünsche euch eine gute Zeit, so oder so, fastend oder essend. Und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Tschüss.